Kopfschmerzen. Ich glaube echt, mein Gehirn ist heute richtig auf 180. Ja. Okay, so, moin ihr Lieben. Wir sind nochmal mit Savasch am Start. Wir haben wieder ein kleines Wer würde eher vorbereitet. Der lockige Kameramann wird jetzt gleich die Fragen vorlesen und wir antworten natürlich standesgemäß und wahrhaftig. Auf geht's. Definitiv. Okay, los geht's. Wer würde eher über eine rote Ampel fahren? Ja, glaube ich. So. Hast du gewählt? Okay. Wie ist so die Übereinstimmung? Du hast auch, ja, ich glaube auch, dass du das machen würdest. Also ich würde es halt auch machen, aber eher. Ich habe einfach nur überlegt, dass ich das wahrscheinlich eher machen würde als du, aber nicht, dass ich es machen würde. Nicht, dass sie das falsch verstehen. Okay, weiter. Ja. Wer würde eher geblitzt werden? Geblitzt werden? Mein Leben. Meins auch. Dich genommen, ich habe mich genommen. Wie viele Punkte hast du eigentlich? Kann man das sagen? Achso, ich habe... In Flensburg? Ich habe meinen Führerschein nicht mehr. Ich habe großartig. 11 Punkte. Ich bin gefickt. Es gibt nur noch 8. Scheiße. Du hast 8? Ich habe 5. Achso, okay, ja, dann passt. Dann mach jetzt schnell noch so ein freiwilliges Abbauseminar. Ja, muss ich auch auf jeden Fall machen, ey. Ja. Okay, wer würde eher ein Instrument lernen? Ein Instrument lernen? Also wirklich lernen, ne? Kannst du irgendwas? Also bestimmt kannst du. Ich sag jetzt nichts dazu. Weil sonst... Also, sonst ja, er ist musikalischer, glaube ich. Aber auch nicht so wirklich, weil ich hätte auch nicht so riesen Bock, es zu lernen. Aber ich würde es wahrscheinlich machen, wenn es nötig ist. Also ich muss sagen, ich kann nicht mal Noten lesen. Ich glaube, bei mir wäre Katastrophe, glaube ich. Also bis ich irgendwas kann. Ciao. Okay, wer würde eher schwänzen? Schwänzen? Wie schwänzen? Also wenn wir jetzt in der Schule wären, meinst du? Genau. Wer würde da eher schwänzen? Oh, das ist schwer. Ich weiß auch nicht so häufig. Oh. Ja, glaube ich. Ich glaube auch, dass du das eher tun würdest. Sehr gut. Ich habe relativ häufig geschwänzt. Ja. Okay, wer von euch ist eher eitel? Eitel? Eitel, also ich glaube, das ist eine klare Antwort. Du bist eitel? Ich bin schon eitel. Bist du eitel? Das sieht man mir vielleicht nicht so an, aber ich bin eitel. Ich habe einen ganz bestimmten Stil, den ich versuche. Du hast dich gewählt, ne? Ja, ich könnte... Ich meine, Frauen sind sowieso eitel, das wäre jetzt auch zu einfach gewesen. Oder die meisten Frauen sind eitel irgendwie. Krass. Aber, ja. Was ist denn das Wichtigste, wenn du morgens aufstehst? So Bad oder worauf achtest du als erstes so? Nee, ich will erstmal mich selber frisch fühlen. Ne? Ich hatte das auch schon, dass ich nachts auch schon aufgestanden bin und mir die Zähne geputzt habe, damit ich gut weiterschlafen konnte. Okay, ja. Ich will mich irgendwie krass frisch fühlen, so, keine Ahnung. Das ist schon eitel, muss ich sagen. Nicht abgefuckt fühlen. Krass, krass. Ist dann auch mehr so auf ein Empfinden, nicht unbedingt aufs Aussehen bezogen unbedingt. Okay. Okay, wer würde eher einen Monat ohne Handy auskommen? Boah. Also, wenn wir jetzt nicht Instagram und so beruflich machen würden, ne? Nee, einfach, wer würde einen Monat ohne auskommen? Ich würde es nicht können. Wen hast du gewählt? Ja, dich. Ja, ich glaube auch, ich könnte dich. Aber auch. Also eher gedacht. Halt, ne? Ich glaube, wir wären beide nicht so gut da drin in so Social Detox, aber eher, glaube ich, eher. Du hast auch noch viel mehr Follower als ich. Wahrscheinlich bist du schon total süchtig und. Nee, süchtig. Abhängig. Also, ich muss sagen, ich kann auch ganz gut das Handy weglegen, aber irgendwie macht es dann auch Spaß. Ja. Okay, wer würde eher in der Wildnis überleben? Ich glaube auch du, ne? Also ich glaube, Männer sind da eher so ein bisschen bevorteilt. Ich bin auch ein Camping-Fan, ne? Daher ist es, ich glaube, ich würde es sogar gerne mal machen. Ich würde sagen, ich würde es, glaube ich, nicht. Okay, letzte Frage, wer würde eher früh aufstehen? Früh aufstehen? Eher, ja. Du? Einfach, weil ich dran gewöhnt bin, aber ich hasse es. Wen hast du gewählt? Also ich habe mich gewählt, weil ich auch dachte, dass du eher so ein kleiner Langspieler bist. Nee, ich muss es ja wegen meinem Sohn. Ah, es ja. Ist, aber bringst du ihn in die Kita oder? Wenn ich einen Führerschein habe, versuchen wir also, es halbwegs abzuwechseln. Mhm. Ich hatte das Gefühl, ich habe ihn dann oft gebracht. Sie behauptet, sie hätte ihn häufiger gebracht, auch ja, zu den Zeiten halt. Daher. Einer von uns beiden lügt, ich weiß nicht, wer es ist. Sind wir durch? Großartig. Top. Ich danke dir vielmals. Cool. Denk nochmal an die Infobox bitte. Und ja, ich habe euch Savasch natürlich verlinkt, Instagram, seinen Channel. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei wart. Wir werden jetzt noch ein paar Merch-Sachen unterschreiben und ich hoffe, du unterschreibst sie noch und dann verlosen wir die. Ja, ich mache dann nachher gleich noch ein Outro, wie ihr das Ganze bekommt in diesem Sinne. Wünscht Savasch viel Glück bei seiner Show. Ich hoffe, also ich meine, Glück braucht man nicht, wenn man Talent hat, oder? Doch, auch. Glück braucht man auch. Es muss alles passen. Ich freue mich sehr auf die Show und vielen Dank, dass ich hier eingeladen wurde. Cool, danke, dass du gekommen bist. Vielen Dank. So, Savasch unterschreibt jetzt hier fix noch richtig coolen Cap von sich, von seiner Merch-Kollektion. Unterschrieben, das Ding könnt ihr gewinnen. Ihr habt es gesehen, Savasch hat das ganze Ding gerade unterschrieben, eine geile KKS-Cap. Ich für meinen Teil werde jetzt auch nachher gleich noch ein T-Shirt unterschreiben, das packe ich noch oben drauf. Das heißt von mir und von Savasch ein kleines Andenken, wenn ihr das Ganze gewinnen wollt. Das ist super easy. Ihr werdet einfach kommentieren und zwar euren Instagram-Namen, damit ich euch auch anschreiben kann. Einfach in die Kommentare das Video liken. In diesem Sinne, Abo da lassen wisst ihr sowieso. Ich freue mich und dann sehen wir uns nächsten Sonntag wieder.